fange 6 verschiedene Fischarten am Bernsteinsee. Das sollte doch gar nicht so schwierig sein, zumal es, naja, gerade wieder mal einen Köder gibt, der ganz easy funktioniert. Und wir haben natürlich die Qual der Wahl. Wir können einfach alles sozusagen hier, alles Karpfenartige am Bernie fangen, hoppala. Und das machen wir natürlich auch. Attacke Vollgas. Ja, jetzt heißt es natürlich nur noch die seltenen und besonderen Fangen. Denn sowas wie einen Schuppi und wie einen Spiegler, den fängt man natürlich ratzfatz. Und einen Zeilkarpfen habe ich auch direkt als erstes gefangen. Ich habe es gerade noch ein bisschen probiert hier mit Sig Rig. Natürlich immer wieder, man muss es immer wieder probieren. Schön mit dem Sig Rig rein, einfach nur einen Foam drauf. Das Ganze mit Kaviar getränkt und dann raus damit. Und es war okay. Zumindest sind sofort die ersten Kandidaten reinmarschiert. Aber danach war auf einmal wieder Flaute. Und da habe ich gedacht, komm, Alter, ich will hier einfach nur mal eben schnell die Aufgaben machen. Und das machen wir einfach nur hier mit Maiskorn auf Masse. Klassische Methode, wenn man ein Basic Setup hat, so wie bei mir jetzt hier gerade 18 Kilo Setup. Also wenn man mit einem Basic Setup hier ist, dann einfach immer schön auf Masse gehen. Wir wollen dann als Basic natürlich immer viele Fische fangen, im Idealfall auch noch Prozente machen im Grundangeln. Und dann auch noch den Kescher voll machen. Also viele Fische und am besten ja auch noch ein paar seltene, denn die werden wir jetzt gleich noch brauchen. Ein paar Kandidaten, die eben, tja, Albino sind oder was Goldenes oder einen Geister. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob wir hier irgendwas rausziehen. Ja, denn die brauchen wir einfach für die Aufgabe. Ein bisschen Sitzfleisch müssen wir haben. Und offenbar sind hier auch tatsächlich auf dem ollen Maiskorn. Na guck, ey, fast 11 Kilo. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ah, da ist ja noch der Chat drin. Seit wann ist denn hier der Chat noch drin? Das ist ja uralt, Alter. Machen wir mal aus. Hallo, Chat. Kannst ja nicht ausdenken. So. So, da haben wir das auch noch drin. So, zack. Also, es zippelt und es zuppelt und es läuft natürlich einer der ultimativen Standard-Spots, wo halt immer was geht. Einfach hier auf Pop-Up-Rigs mit Maiskorn und raus damit. Easy peasy, so soll das sein. Oha, oha, oha. Und ich hoffe natürlich jetzt hier, dass auch ein bisschen was Dickes reinballert, irgendwas Großes. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Einfach mal wieder schön entspannt hier auf dem Drill gehen. Aber ich muss auch sagen, ich hätte sowas auch gerne, vor allem auch mit der Frequenz, auf dem Sig Rig. Also da hoffe ich tatsächlich drauf, dass das Sig Rig so ein bisschen noch, ja, einfach noch ein bisschen spannender wird, ne? Gerade extra hier reingegangen mit einem roten Foam. Also quasi rein optisch ähnlich wie hier. Also was Kleines, einen kleinen einzelnen roten Foam genommen, kleine Größe. Naja, wobei mittlere Größe, 15er Größe. Und dann das Ganze auch einfach nur mit dem Kaviar Dip. Einserhaken, also quasi gleiches Vorfach, komplett, ich habe es einfach nur umgebaut, Vorfach gleich, 60 cm war ich jetzt hier gerade unterwegs, auf dem anderen war ich hier mit 30 cm unterwegs und wie waren wir hier, auf 20 cm, also verschiedenste Längen probiert hier auf 15 Meter raus und ja, der Zeiler ist reingegangen, Sig Rig Red 15 und im Anschluss noch einen Schuppi, Sig Rig Red 15 und danach war aber Ende. Also 15 Minuten her und dann habe ich gedacht, alles klar, ich wechsle mal um hier auf Kaviar Rot, einfach nur Mais und seitdem bam, 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 lübt der Lachs dann eben auch, der Karpfen. Also irgendwo ist es vielleicht noch nicht so ganz sexy und irgendwie, ja, es geht mal was rein, aber irgendwie auch noch nicht so richtig. Ich glaube, es fehlt das Feedback, was wir kriegen von den Fischen, vom Fangen her. Irgendwie fehlt das Learning noch so ein bisschen mit den verschiedenen Tiefen. Ob es nur an den Tiefen liegt oder vielleicht liegt es auch an den Kombinationen, ich weiß es noch nicht. Deswegen mehr probieren, mehr testen, bis man dann irgendwann
so einen Aha-Effekt hat und sich denkt, ja klar, jetzt ist ja logisch. Deswegen probieren. Ja, letzten Endes jetzt auch apropos probieren, wir müssen jetzt hier einfach stehen und machen, ne? Jetzt heißt es abwarten, Sitzfleisch beweisen und hoffen, dass gleich irgendwo was reingeht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nochmal kleiner reingehe, vielleicht nur mit einem Viererhaken und dann einfach hier auf Masse gehe. Andererseits schmeckt das Silber natürlich auch, was man hier an so einem Massenspot mal eben macht. Von daher nehme ich auch gerne die normalgroßen hier schön alle mit. Zack, 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 4 Kilo und so, das passt doch alles. Und ich mache hier einfach jetzt den Kescher voll, würde ich sagen. Also, so sieht es bisher aus. Wir müssen tatsächlich für die Aufgabe, also Premium-Aufgabe, und dann ist es hier unten Stufe 5. Und dann geht es hier um 6 verschiedene Fische. Lederkarpfen wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Zeilkarpfen habe ich schon. Schuppenkarpfen und Spiegelkarpfen ist ja ganz klar. Tja, das heißt, jetzt haben wir noch die Chance, einen Geister oder einen Albino zu fangen. Haben wir noch was anderes? Einen Gerahmte. Der Gerahmte ist aber schon auch noch mit dabei, oder? Goldener Geister, gerahmter Spiegelkarpfen. Also einen gerahmten Spiegelkarpfen könnten wir auch noch. Und dann bräuchten wir noch einen seltenen. Und das ist doch wohl drin. Einen seltenen. Wobei der Lederkarpfen auch schon ja unter selten zählt. Und um das rauszukriegen, werde ich natürlich gleich auch noch hier mit verschiedenen Maisködern einfach stehen. Ich habe jetzt hier einmal eine Futtermische reingeballert. Komplett auf Kaviar. Ganz simpel. Können wir gleich auch noch mal kurz reingucken. Aber ich glaube, das wird auch hier ganz gut funktionieren ohne Kaviar. Solche Spots, gerade wenn die Aromatik richtig gut läuft, die laufen dann eigentlich auch in der Regel ganz gut ohne Futtermische. Da muss man hier auch nicht irgendwie mit PVA rein oder sowas. Wenn man das will, natürlich alles zusammentüddeln oder ganz klassische Karpfenmische, reicht wahrscheinlich auch schon. Einfach nur Karpfen Basic und dann rein damit, um hier so ein bisschen zumindest noch mal ein bisschen die Frequenz nach oben zu pushen. So, komm mal ran hier. Man merkt schon, ne? Also auf so einem kleineren Setup jetzt hier mit 18 Kilo, da muss man doch schon ein bisschen mehr kurbeln. Aber das ist ja das, was wir gerade wollen und das, was wir gerade suchen. Ich stand hier erst mit den 3000er Rollen, da habe ich mir aber gedacht, ach komm, Alter, bei 100 Meter Schnur drauf mit den 3000er Rollen, das ist mir dann doch zu riskant, denn das hier sind mehr als 100 Meter hier, ne? Da wirst du dann einfach leer gezogen. Das wollte ich dann ja doch nicht haben. Na guck, man muss schon so ein bisschen drillen. Ich finde es ganz geil. Also ich muss wirklich sagen, ich finde es wirklich ganz, ganz gut. Vom Setup her, ich habe jetzt hier die 6000er Rollen getauscht gegen die Overlord, damit ich hier auch genug Schnur drauf habe. Und vor allem dann für das Angeln hier, damit ich die 6000er nicht verschleiße. Hier kann ich ja auch mit den größeren Rollen ran. Und dann nutzt man die auch mal wieder. Und dafür waren die Overlord ja auch gedacht, klassisch eben auch fürs Karpfenangeln. Dafür hatte ich die auch schon zuletzt immer im Einsatz. Also, es sieht bisher gut aus. Ich bin komplett zufrieden mit Kaviar total. Komplett auf Kaviar. Ich glaube, hier kann man mal wieder richtig schön auf Masse gehen. Und wenn man in Rekorde reinguckt, sieht man auch überall immer wieder Kaviar. Also auch bei den seltenen. Jetzt gucken wir uns gleich natürlich nochmal ein bisschen die Futtermische an und die verschiedenen Spots, die auch noch funktionieren können. Und die ich auf jeden Fall auch noch teste. Mann, fast 10 Kilo, ey. So, nochmal raus damit. Zack, auf 15 Meter. Und dann gucken wir mal eben rein. In die Futtermische. Kaviar, nee, nicht Zander. Kaviar, da war sie doch schon, genau. Kaviar total heißt sie. Das ist sie hier. Und zwar einfach nur in die Futterrakete gerade reingeschmissen, weil ich ja zuvor noch mit dem Sigrig unterwegs war. Und dementsprechend Futterrakete raus, auf die 15 Meter. Und hier haben wir dann drin Roggenkleie, Kaviar einmal geschreddert. Also einmal zerschreddert und dann die Feedpellets. Und dann eben komplett hier mit schwarzem Kaviar noch als Finish. Und dann raus damit. Also eine komplette Kaviar-Futtermische. Und so werde ich dann auch gleich noch weitergehen. Also hier natürlich testen. Ein bisschen werde ich es wahrscheinlich auch hier nochmal testen. In der Hoffnung, dass vielleicht auch hier nochmal so ein Gerahmter oder so reingeht. Ja, also ich sag mal, so eine halbe Stunde werde ich hier bestimmt, also tagsüber, ne, so in den Morgenstunden vielleicht hier dann nochmal testen auf 35 Meter. Und auf jeden Fall hier an diesem ganz kleinen Zipfel
und dann einmal auf 9 Meter, auf vielleicht so auf 15 Meter und dann nochmal vielleicht nochmal ein bisschen weiter raus. Aber erstmal hier auch diesen Nahbereich nochmal testen. Also das sind die 3 Spots, die ich auf jeden Fall testen werde, um hier die Aufgabe abzuschließen. Und ich denke bis dahin, ja, das wahrscheinlich wird das auch hier schon funktionieren. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, möglicherweise auch einfach nochmal die Farben ändern. Also einmal, das könnte man eigentlich jetzt schon direkt machen, eine andere Farbe vom Kaviar Mais. Den gibt es ja in Rot und in Gelb. Also einmal Kaviar Gelb drauf. Und dann gerade auch nochmal probieren, vielleicht nochmal mit einer ganz anderen, das können wir hier gleich nochmal testen. Auch nochmal eine ganz andere Farbe vom Maiskorn, vielleicht in Richtung Weiß. Es sind immer mal wieder auch weißliche Fische auf weißliche Köder reingegangen. Von daher probieren wir das natürlich auch aus. Gerade wenn man jetzt mal so gezielt mal eben so ein Albino haben will oder was Sahniges mit reinnehmen. Einfach mal in Richtung Sahne gehen und dann komplett hier, na komm, Weiß. Komplett auf Sahne. Zack, jawohl. Nochmal anschlagen. Und komm ran hier. Ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass mit ein bisschen Geduld, dass man die Aufgabe einfach erledigt. Also mal so eine Stunde hier am Bernie, gerade auf Masse hier. Verschiedene Köder aber auch testen, ne? Hier bei der Köderkombi und an dem Spot sieht man jetzt, glaube ich, ganz eindeutig Spiegelkarpfen ohne Ende. Seit dem Umbau läuft das hier komplett auf Spiegelkarpfen mit der Kombi. Jetzt gucken wir gerade nochmal eben rein hier. Mit Weiß. Hier gibt es natürlich Weiß, Sahne, Weiß und so weiter. Natürliches Aroma Weiß. Den nehme ich jetzt einfach mal. Also eigentlich ein neutrales Maiskorn, aber eben in Weiß. Und das dippen wir jetzt hier eben auch nochmal in den Kaviar rein, weil das eben die Aromatik ist, die gerade läuft. Und dann wird das damit eben noch weiter probiert. Ja, so viel dazu. Ganz kurzer Blick in den Kescher jetzt hier für die 15 Minuten, die das jetzt ungefähr hier waren. Einfach mal gucken, ob sich das so einigermaßen denn lohnt. Und dann kann man das so grob hochrechnen. Die Nacht muss man natürlich immer wieder ausnehmen. Futtermische, ja, kann man machen, wie gesagt. Würde ich aber, glaube ich, gar nicht so unbedingt so viel Wert drauf legen. So, die beiden nehmen wir hier raus. Immerhin noch 78 oder sagen wir mal 80 Silber. Passt doch. Und mit den beiden noch dazu sind wir bei 100 Silber. Kann man machen. Ist soweit okay. Ich ziehe jetzt hier noch weiter durch. Ich mache auf jeden Fall hier die Aufgabe eben fertig. Also die paar Fischis, 2 seltene noch dazu. Und dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Petri Lümmels, ab zum Bernie. Mal eben ein bisschen Cash machen wieder. Mal ein bisschen auf Frequenz gehen. Und nebenbei auch noch die Eventaufgabe erledigen. Jawollo. Und dadurch, ja, was kriegen wir? Irgendwas Besonderes? Jo, wir kriegen hier Bells. Wir kriegen andere Rasseln. Habe ich schon im Discord gesehen. Also, da bin ich auch gespannt, wie die klingen. Neue Rasseln für unsere Grundruhen. Richtig, richtig nice. Gute Idee. Sehen auch ein bisschen anders aus. Also, so Smoke wieder. Weiter geht's. Petri, bis zum nächsten Mal.